tagte gestern Abend das Feldgericht. Um Gegenschleifer. Um diesen schändlichen Kerl einer gerechten Strafe zuzuführen. Das Urteil ist eine Schande. Willst du die Peitsche schmecken, Kerl? Schweig! Du wirst verurteilt. 3 Tage Pranger. Die Anklage lautet auf Glücksspiel. Ach, nun gut. Das hat jeder Soldat seiner Majestät schon getan. Aber du hast es gewagt, dein Rüstzeug einzusetzen. Und hast dies verloren. Eine infame Verleumdung. Ich sah dich nicht beim Drill auf dem Felde. Warum wohl nicht? Weil dein Rüstzeug verspielt war. Und damit kannst du noch froh sein, dass das Feldgericht dich nur zu 3 Tage Pranger verurteilt. Bitte, sperr ihn in den Pranger. Er wehre sich, gib's ihm. Schlag auf ihn ein. Wir werden dich lehren, was es heißt, ein rechtschaffender Soldat nicht mehr zu sein. Du hörst nicht! Wirst du jetzt endlich in den Pranger steigen, Kerl? Hallihallo, ihr Lieben. Also ein paar Erklärungen nebenbei muss es natürlich auch geben. Es geht darum, zu zeigen, was für die kleinsten Vergehen an Bestrafung gefolgt ist. Also in diesem Fall hat gestern Abend das Feldgericht getagt. Das Feldgericht setzt sich zusammen aus dem Befehlshaber des Heeres und der Offiziere. Es wird ein Urteil gesprochen. Dieses Urteil muss aber dann immer noch von dem Generalissimus seiner Majestät bestätigt werden. Und erst wenn dies eintrifft, dann wird der Delinquent bestraft. Zur Erklärung, Würfelspiel, warum? In der schwedischen Armee war Würfelspiel bei Strafe verboten. Natürlich haben das alle Soldaten gemacht. Es sei denn... Ich nicht! Bitte, schlag ihn! Hält er jetzt endlich sein Maul? Das ist klar. Das Schlimmste, was man tun kann als Soldat, wenn man sein Rüstzeug, seine Waffen, seine Ausrüstung eingesetzt hat und dieses dann verspielt hat. Heraus kommt das natürlich beim Training oder beim Kampfe, wenn der Soldat plötzlich dasteht wie der allerletzte Bauer, indem er nichts hat. Und dann kam es natürlich zur Anklage. Für die kleinsten Vergehen kam die Schandgeige, das ist das, was er zuerst getragen hat, zu geschehen. Schandgeige ganz einfach deswegen, weil der Korpus dem Korpus einer Geige sehr, sehr ähnlich sieht. Also er kann in den Pranger gesperrt werden, die haben gestanden bis zu 3 Tage. Und dann wurden die natürlich auch dementsprechend schändlich behandelt. Die Büttel haben nur darauf geachtet, dass der Kerl seine Strafe absteht. Wurde er beworfen, da seht ihr lauter Essensreste. Ihr kennt das aus Filmen und Fernsehen, das ist natürlich Quatsch. Weil zu Zeiten des 30-jährigen Krieges waren Lebensmittel mehr wert als Gold. Ihr braucht euch bloß mal ganz kurz vorstellen, eine kämpfende Armee von 25.000 Soldaten umfasst einen Tross von 75.000 Mann. Das bedeutet, das ist eine Kleinstadt, die durchs Land zieht. Jeder von euch weiß, was er am Tag isst, trinkt und wie oft er auf Toilette muss. Das haben 70.000 auch getan. Ohne Toiletten. Das war eine heftige Zeit. Natürlich ist es dann so gewesen, dass er trotzdem beworfen wurde, aber nicht mit Steinen, sondern mit Fäkalien, tierischen wie menschlichen. Die einzigen, die ihn davor bewahrt haben, waren seine Familienmitglieder. Hatte er keine im Dross, war er ein armer Hund. Diese Familienmitglieder haben natürlich dann auch den Verurteilten über die 3 Tage oder die Zeit der Strafe versorgt. Mit Trinken und mit Essen.
Seine Ehre war zu dem Zeitpunkt der Strafe völlig ad absurdum geführt. Man konnte mit ihm wirklich fast machen, was man wollte. Und es wurde auch getan. Ist er dann aus dem Pranger entlassen worden, war seine Ehre wiederhergestellt. Er fing aber als Soldat ganz, ganz unten wieder an. Vielleicht habt ihr jetzt gerade unseren Drill gesehen. Die Soldaten bestanden damals aus dem ganz, ganz einfachen Volk. Bauernsöhne, die eigentlich nichts konnten, die mussten ganz einfach gelehrt werden, um in der jeweiligen Waffentechnik so richtig taff zu werden. Von der Pike an gelernt, hat sicherlich jeder schon mal gehört. Das ist ein Spruch, der aus unserer Zeit, also dem 17. Jahrhundert, den 30-jährigen Krieg, stammt. Genauso wie Lunte gerochen oder ich kenne meine Pappenheimer, Graf zu Pappenheim, natürlich auf der Feindesseite unterwegs gewesen, nur um einige Verbindungen zur heutigen Zeit wiederherzustellen. Der Delinquent im Pranger ist natürlich auch aus Fleisch und Blut, wie wir alle. Und wenn er natürlich dann irgendwann irgendwie mal auf Toilette musste, konnte er das natürlich nicht tun, sondern er wurde dementsprechend von seinen Verwandten unterstützt. Wie gesagt, wenn er keinen hatte, nach 3 Tagen, also könnt ihr euch vorstellen, was das für ein toller Anblick war. Wir sehen uns alle wieder. Setzt den Kerl der Schande aus. Ah, Schande! 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 Wir sehen uns in der Hölle! Du Lump! Das ist kein Lump, er ist ein braver Soldat. Wohlgetan. Also so in etwa sah das aus. Natürlich ist bei der ganzen Geschichte... Du Schand! Du Hund! Nächstes Mal spiele ich um deinen Helm! Hast du gesagt, das nächste Mal spielst du? Soll ich den Strafrichter rufen? Das war nicht unsere Aufgabe. Wenn dieser Mann nicht geläutert war und das nächste Vergehen angedroht hat oder durchgeführt hat, dann übernahm der Scharfrichter. Also Lüge gesprochen, zum Beispiel Zunge weg. Befehl verweigert, dann sind die Ohren abgegangen. Die Nase kam natürlich auch noch mit dazu, nur das hat der Scharfrichter getan. Das war nicht des Büttels Aufgabe. Man konnte aber Folgendes. Man konnte dem Kerl natürlich zeigen, was ihm droht. Das kam eigentlich in den seltensten Fällen vor. Im Pranger selber wurde nicht noch einmal bestraft. Der Büttel hat sich ganz einfach gemerkt, was der Kerl weiterhin angetan. Und das wurde dann danach wieder zur Anklage gebracht. Mit der Schandgeige, wie gesagt, das Teil, mit dem wir den Delinquenten vorhin zum Pranger geführt haben, wurden auch die Delinquenten durch das Lager oder den Ort geführt. Man stelle sich das folgendermaßen vor, der Büttel lief vornab, danach ein Helfershelfer, in meinem Fall ist das der Wu. Wu deswegen, er ist die wuchtige Ursula. Die wuchtige Ursula, das hat nichts mit der Leibesfülle des überaus prunkvollen Büttels zu tun, sondern er ist echt mutig und wuchtig im Umgang mit dem Gefangenen. Er kann sich noch glücklich preisen, dass ihm nichts Böses widerfahren. Man kann natürlich Folgendes machen. Man kann ihm natürlich zeigen, schau an, Kerl, was dir droht, wenn du nicht endlich das tust, wozu du da dienst. Ich fürchte den Tod nicht. König und Glauben, und zwar den wahren Glauben. Du fürchtest den Tod nicht? Willst du dem Schwedentrunkel frönen? Jeder schon mal gehört, was Schwedentrunk bedeutet, oder? Schwedentrunk, was ist da passiert? Ganz einfach, der Delinquent wurde auf ein Brett, meist war es eine Tür, gelegt, gefesselt, festgehalten
Ihm wurden zwischen 2,5 und 3 Liter Jauche in den Magen gepresst und danach wurde mit Holzknüppeln ihm so lange auf den Bauch herumgeschlagen, bis der Magen explodierte. Dass der das natürlich nicht überlebt hat, ist klar. Aber Schwedentrunk, wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Derjenige, der diese Prozedur hinter sich hatte, hat natürlich furchtbar gelitten. Also der 17. Jahrhundert war auch eine sehr, sehr böse, finstere Zeit. So. Bist du jetzt endgültig bereit, deinen Dienst als braver Soldat wieder aufzunehmen? Ja. Schwörst du seiner Majestät die Treue, die ihm gebühret? Ja, ich schwöre. Und bist du in Zukunft beim Würfelspiele nicht mehr so ungestüm und setzt dein Rüstzeug aufs Spiel? Verspiel dein Weib, Esel oder Schuh, aber niemals das Rüstzeug. Ja, ich gelobe es. Bitte befreie er den Delinquenten. Den dürft ihr jetzt ruhig ein bisschen applaudieren. Und wenn ihr jetzt Lust habt, so etwas vielleicht auch mal zu erleben, dann dürft ihr alle hier bleiben. Dann dürft ihr euch natürlich auch als Soldaten in unserer Armee einschreiben. Wir zahlen in bar. Und zwar pures Gold. Nach der Schlacht. Natürlich nach der Schlacht. Niemals vor der Schlacht. Und ansonsten ist bei uns nur 40%. Wo kriegt man sonst heutzutage noch mehr fürs Geld?